Ja, ich bin's wieder, euer Rolf. Und ihr wisst ja, sollte der Roller nicht mehr laufen, müsst ihr euch nicht gleich besaufen. Tja, hallo, liebe Leute. Es ist wieder Sonntag. Und was heißt es Sonntag? Schrauben und nicht glauben. Ja, die Kirchenglocken haben schon geläutet und wir machen jetzt ein bisschen, ja, auf Peter Fonda. Ne? Und zwar hiermit. Zeige ich euch gleich mal irgendwie easy. Genau, Easy Cruiser. Ja, sieht schon geil aus, ne? Ja, da ist Peter Fonda, ne? Ein Scheißdreck gegen, als der durch Amerika gefahren ist. Aber wir haben hier wie immer ein Vergaserproblem. Deswegen werden wir mal gucken, was das ist. Und das will ich euch natürlich zeigen, da kenne ich nichts. So, ich gehe jetzt nochmal rum, zeige euch diesen Easy Cruiser. Ja, ne? Mit sehr viel Chrom, na, muss man sagen. Na, also da hat er nicht dran gespart am Chrom, ne? Aber das ist schon serienmäßig so. Na, wenn ihr euch hier anguckt, hier den Tacho und alles, ja, das ist schon eine heftige Nummer. Na, und den Riffelblech, na, sogar da Chrom. Ja, und das bei der Sonne ist jetzt für die Aufnahmen nicht ganz so toll. Hier an der Seite auch, seht ihr? Auspuff, alles. Mann, 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 Mann. Chrom ohne Ende. Ne? Ja, Gold wäre noch besser. So, hier könnt ihr mal schauen. Gut, hier ist das gelöst worden. Nicht, dass er da wieder rumnörgelt. Ne? Ja, das war ich nicht. Ne? Wir haben hier normalen Unterdruckvergaser. Ne? Für einen Viertakter. Den bauen wir jetzt mal aus. Gucken da mal nach, machen den sauber. Und gucken mal hier, ob irgendwo eventuell Fremdluft gezogen wird. Das könnte auch sein. Hatte ich bei dem Modell schon mal. So, meine Lieben, das Problem lag hier. Ne? Ja, und zwar der Luftfilter war doch ein bisschen verschmutzt. Und wie das dann so ist, ne, dann kriegt er nicht genügend Luft und tralala und springt nicht so richtig an. Übrigens, auf die Länge des Videos habe ich keinen Einfluss. Ne? Es kommt, wie es kommt. Ne? So, hier ist nochmal der Übeltäter. Ja, na, da sieht man mal so eine Kleinigkeit, na, was das so ausmacht. Ich hatte übrigens noch zufälligerweise einen liegen. Ja, ihr wisst ja, sollte der Roller nicht mehr laufen, müsst ihr euch nicht gleich besaufen. Ich wünsche euch allzeit gute Fahrt, euer Roller Rolf.